Damit ein herzliches Hallo zu Castlevania Lords of Shadow 2. Junge. Okay. Was passiert jetzt? Und damit ein herzliches Willkommen zu Castlevania Lords of Shadows 2. Drücken Sie A, um fortzufahren. Bewegung, linker, Kamera drehen, rechts, Bewegung, A ist springen, X ist der Hitangriff, X ist Flächenschaden, alles klar, gut gemacht. Läuft doch. Okay, was kommt jetzt? Oh. Okay. Ah. Ich denke mal, das ist das Tutorial, ne? Zum Einspielen. So wie es aussieht. Hi Leute. Das, was ich gleich mit euch machen werde, wird euch nicht gefallen, glaube ich. Oder denke ich mal, was ich mit euch machen werde. Ich hoffe mal, es wird mir gefallen. God protect us. What a timely coincidence. I'm dying for a little drop of blood. Oh, geil. Bam, bam, bam. Blockieren ist im Kampf unerlässlich. Zum perfekten Zeitpunkt verringern Sie die und halten die B gedrückt. Alles klar, jetzt drücken Sie X. Wiederholt. Fantastisch. Wo sind die anderen? Da. Bam, bam. Ja, nächsten bitte. Ach, Scheiße. Move away! He's lying! Dies ist ein unblockbarer Angriff. Weiter ausweichen zu LT gedrückt haben. Hä? Versteh ich nicht. Ach so. Ja, komm. Move away! Alles klar. Cool, wir haben 12. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ich krieg euch, die Penner. Von hinten ist klar. Meine Fresse, das krieg ich doch hin, oder nicht? Ah, passt schon. So, weiter geht's. Und 1 und 2 und gib ihm. Okay, jetzt darf ich B drücken. Was passiert jetzt? Okay. Ach so, erstmal ein bisschen Blut absaugen hier. Ah, das regeneriert unser Leben, alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh, nächster bitte. Komm her. Okay. Bam, bam, bam. Da, da. Junge, Schimmer! Okay.
Was jetzt? Wenn sie die, das Leerschwingen, um den Feind zu seinem Leben zu stehlen. Okay. Ach so! Jetzt kriege ich erstmal ein schönes Schwert. Gefällt mir doch. Und damit rege ich auch noch mein Leben. Das ist doch geil. Locker Angriff. Arschlecken. Oh, mein Leben ist gleich wieder voll. Ja, komm, greif mich an, ihr Striche. Autsch. Wie viel Leben haben die bitte? Komm, klau ich ihm das Leben. Ah, lecker. Bam, bam. Nächstes Opfer. Bam, Ort Leben entziehen. Sieht aber gut aus. Ah, was ist das denn? Guck mal, hat der ein Schild? Ernsthaft? Junge, was ist denn mit dem kaputt, bitte? Verwenden Sie die Chaoskralle, um die Abwehr des Feindes zu durchbrechen. Okay. Schickes Teil. Ja. Sieht aber nicht schlecht aus. So, ich schmelze das Schild so gesehen wahrscheinlich, denke ich. Gehe ich mal von aus. Nächster. Ding, 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 ding. Ich bin warm gelaufen, Jungs. Meine Fäuste glühen schon vor. Tötung. LB und RB. Damn, damn. Dein Schild ist kaputt, Kollege. Jetzt habe ich den getötet, bevor ich denen das Blut aussaugen konnte. Aber mein Leben ist ja eh voll, also ist das so schlimm. Komm. Scheiße, habe ich schon wieder zu einem Sopf gedrückt. Komm, ja, komm, deine Mutter. Das kann doch nicht angehen, dass du mich einfach die ganze Zeit tötest. Ja, komm. Ach, leck mich doch. Damn, damn. Ja, gib ihm hart. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und meins. Zack, er ist tot. Das ist mein. Deinen Augengriff kannst du sonst wohin stecken. Zack, nächstes Opfer. Mahlzeit. Und jetzt? Nur noch mehr? Nee, oder? Mach den jetzt. Ja. Ja. Oh. Ja. Ein kleiner Finger. Ja, komm, komm, komm. Noch ein Stück, komm. Ja. Noch ein Stückchen. Komm, noch ein Stückchen. Ja, sieht doch gut aus. Geht auch vorbei. Das scheiß Teil mal an die Seite gemacht. Weiter geht's. Was kommt jetzt? Okay. Zeigt mir, wo du langlaufen musst, oder wie? Okay, ja. Ja. Und hier runter. Okay. Okay. Alles klar. Oh, ganz ruhig. Ja, sieht das schön aus. Wenn ich nichts anderes gemacht hätte, den ganzen Tag nichts anderes machen würde. Ja, komm, hopp, 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 runter, nein, nein, nicht zurück, runter. Na komm. So, weiter geht's. Hier lang, oder? Ja, sieht so aus. Okay, das sieht irgendwie wie ein Umhang aus, glaube ich. Ein bisschen verwirrt mich das Spiel. Aber es ist geil. Zwar den ersten Teil nicht gespielt, aber ich glaube, das wird halb so schlimm sein, ne? Denke ich mal. Ich habe mir zwar den ersten Teil die Story ein bisschen durchgelesen und guckt, was da passiert ist. Mal ein bisschen erklärt bekommen. What is a man? What the fuck? But a miserable pile of secrets. Junge. Okay. Das war jetzt nicht so geil. So ein riesengroßer Paladin-Roboter, so wie es aussieht. Hallo. Und schon einen schönen guten Tag. Und so begrüßt man sich aber nicht, Kollege. Mit einer Schwuchtelrüstung, ne? God is with me, Monster.
Dein Gott soll dir sonst so hinstehen. Ich werde dich fertig machen, du kleine Striche. Ja, so sieht's aus. Ja, komm, ich sterb mal ein bisschen. Bam! Ah, scheiße, ich hab vergessen. Bam, bam. Ich muss ja ausweichen. Stimmt ja, der Typ hat wahrscheinlich ein bisschen was drauf. LT zu halten. Gut gemacht. Bam, 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 bam. Bam. Ich muss ein Leben von dir klauen, damit ich meins wieder füllen kann. Ja, komm, wieso kann er so coole Sachen? Nein. Du stirbst jetzt. Stricher. Okay. Und jetzt verpieselt er sich, oder was? Ist klar. Ist doch nicht normal, dass er sich jetzt einfach abhaut. Oder? Na ja, komm, hau ab. Ich will jetzt rauf. Schnell. Ja, spielt ja wirklich. Fette Sache. Junge. Nicht schlecht. Respekt, sag ich nur. Guter Sprung. Ja, jetzt komm, Kollege. Geben's dir hart. Hey, bleib hier! Nicht abhauen. Arschloch. Ja, jetzt kommen noch ein paar Kollegas von ihm. Ja, kommt her. Genau. Sieht's aus. Bam, 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 bam. Zerstör die Burg! Heute nicht, bitte. Danke. Und spring! Ja, wo muss ich jetzt hin, bitte? Da kommt noch mehr. Ich dachte schon. Bam, bam, du kriegst mich nicht. Nee. Oh, was ist jetzt los? Alles klar, habe ich noch rechts gedrückt. Das ist schon mal gut. Und nochmal. Wunderbar. Hey, dann mach mal eine schöne Burg kaputt, der Penner. Nein, zu früh gedrückt, scheiße. Nein, das war jetzt nicht so geil. Danke, dass ich hier drauf sein darf. Muss ich, glaube ich, ich muss warten, bis er das Ding ab, bis er das Ding kaputt macht. Damit ich weiterklettern kann. Wunderbar. Na, komm noch einmal. Wunderbar. Jetzt haben wir es drauf. Ja, jetzt darf ich weiterklettern. Alles klar, da muss ich hin. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Wo muss ich lang? Da lang, da lang. Sieht man doch immer schön hüpfen. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Ja, nee, ist klar. Geht ihr auf den Sack oder was? Hier muss ich bitte lang. So, hier lang. Okay. Ja, komm, geh mir nicht auf den Nerven, du scheiß Schwuchtel. Okay, eine ist kaputt. Fehlen noch zwei. Ja. Ja, komm. Na komm, nochmal schießen. Schieß nochmal. Ja, dahin. Ah, danke. Hey. Ich krieg das hin. So, wiederkommen! Danke! Alles klar, jetzt muss ich da oben hin. Sieht ein bisschen schwieriger aus als... ich glaube, ich krieg's hin. Ah, komm. Nein, nein, nein. Ah, einen Moment warten. Und jetzt.
Ah, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Penner. Ah, da lang. Ja, ist echt gut gemacht bis jetzt. Muss ich jetzt da. Da, 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 da. Junge, sag mal aufhören, um abzuschießen, der Penner. Jetzt hab ich nicht aufgepasst, scheiße. Ganz alles mal von vorne machen, was ist denn Scheiß? Sorry, Leute. Jetzt kriegen wir. Ja, komm, zurück. Hoch, hoch. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Warte, warte, warte. Jetzt. Schnell, schnell, schnell. Hopp, 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 hopp. Warte, dann muss ich mich mal nochmal treffen. Runter. Na, nein, nicht. Da lang. Ja, ja, genau da. Sieht gut aus. Hier lang. So, dreh dich. Zack, hoch, hoch, hoch. Muss hier lang. Da, okay. Okay. Okay, da haben wir schon mal eins geschafft. Wir müssen da auch aufmerksam machen, alles klar. Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, wir bleiben mit dem Gegner. So langweilig war der Gegner. Alles klar, ein Bolz ist schon mal kaputt. Hallo, Leute! Das ist nicht witzig. Leben von den Gegnern klauen? Ja, kommt. Okay. Zweiter Bolzen. Zeit weitermachen. Ja, und jetzt. Mahlzeit. Naja, der hat irgendwie nicht so viel Infos gehabt. Nein, hat er nicht kaputt gemacht, der Penner. Oh, du kleiner Pisser, jetzt schieß doch mal wieder auf mich, danke. Danke. Nehmen Sie sich den Stahlplatte und jetzt drücken. Ja, wo bin ich? Da. Ja, der Schule. Ja, das muss ich anmachen. Geht der Schule den kaputt auch noch. Ja komm, die kaputt. Geht doch. Aber dann muss ich ein Leben umziehen, damit ich ein Leben habe. Ausweichen. Bam. Bam. Ja, komm. Was ist denn? Schadet nie, ne? Sieht ja gut aus. Jetzt. Ja, nähern Sie sich B und... Ja, weiß ich doch. Alles klar, weiter geht's, Leute. Ich hatte es weg, aber den Typen töte ich noch. Ah. Einmal. Körperflüssigkeiten entsaugen. Und tschüss. So, weiter geht's. Hoch. Dann kann er aus. Hopp. 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 Komm, hoch! Schneller! Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Spawn ich jetzt auch gehabt. Ich hab schon jetzt weiter hinten, dann ist er gestorben. Nein, ich war nicht schnell genug. Scheiße. Scheiß. Hm, zack. Ja, komm, dreh dich jetzt nochmal. Na, ja, genau. Ja, daneben. Na? Da muss ich lang, da schon muss ich hin, weil da vorne ist Messer. Ah, so sieht das so gut aus. Hopp da. Lass mich in Ruhe. Daneben. Hopp. Oh, gehabt. Oh, gehabt. Gerade so noch. Jetzt sind wir am Kopf. Achso, schon wieder solche Teile. Okay. Stirb, Teufel. Heute nicht, Leute. Ah, da. Geh drauf. Das ist die falsche Fähigkeit. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich die falsche Fähigkeit gesehen habe. Kleiner Penner, du mit deinem schwulen Pfeil, ne? Du kannst dich nicht wie ein Mann stellen aus der Nähe, ne? Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. No, erster kaputt. Bin kaputt. Nimm beide Schilder. Ist uncool. Bam. Zack. Zack. Weg, 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 weg von ihm. Ah. Ah, das war ja auch noch kaputtes Schild. Dann kann ich noch ein bisschen Leben klauen. Ah, komm. Schieß. Danke.
noch ein bisschen Leben klauen. Mein Leben sich erfüllt. Und sie ihm sein Leben nehmen. Ja, das sieht nicht lustig aus. So. So. Die Leben klauen. So, jetzt das benutzen, ich kann sagen. Ja, noch einmal schießen lassen. Ja, komm, schieß. Ja, danke. Nähern sich der Stahlplatte und halten sie B gedrückt. B, ja, um sie zu entfernen, genau. Guck mal, was unter dem Köpfchen steckt. Und jetzt? Lecker. Fette Sache. Wie das Ding jetzt sonst? Na, schade. Wir haben sie ja vergiftet, so wie es aussieht. Also Kotze oder was halt auch immer Blut war. Tschüss. Weiter geht's, sag ich mal, ne? Okay. Geil. Alles leer. Der Ort. Okay, außer mir, ich bin der Beste. Hi. Lang nicht gesehen. Na, alles fit? Komische Augen hast du, Kollege. Prince of Darkness. Okay. The stench of your soul is disgusting. Ja, oh, du bist so ein kleiner dreckiger Penner, ich weiß. Bla bla. Mit deinen kleinen Schuhen noch jetzt. Okay, fahr zur Hölle. Okay. Okay, das war jetzt nicht so cool von dir. Jetzt. Das ist so cool, du Typ, mit deinen kleinen schwulen Schwertchen, Alter. Alter, wo hast du die Rüstung gekauft? Bei eBay? Ja! Ich konnte noch nicht mal richtig springen! Meine Fresse. Komm, geh mal drauf da, Kollege. Dieses Symbol erscheint. A drücken. Ich hab deine Rüstung durchbrochen. Bam, bam. Ja, komm, ich gehe jetzt eine Runde. Ach scheiße, das ist ja eine unausweichbare, also unblockierbare Fähigkeit. Bam! Ja, komm, lösch mir doch die Fuße, wenn ihr nicht den AP wieder klauen von dem Typen. Soll ich sterben? Danke. Aber harter Kampf hier im Tutorial. Junge, kann er mal aufhören mit dem Scheiß? Kannst du auch was anderes außer das machen? Scheint nicht. Ja, ist klar. Wie oft macht er das denn bitte? Dann wird er langweilig nach der Zeit. Ja, komm, lösch mir doch die Füße. Was? Der tötet mich gleich! Nein, 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 nein! Nein, 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 Kollege, das ist nicht witzig. Los, tritt mir entgegen. Ich stehe dir doch schon längst vor dir. Was? Oh, will er mich verarschen?
Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich ernsthaft gestorben, in der allerersten Folge schon. Ja, ja, laber nicht, weiter geht's. Junge, wie viel Leben der noch hat, ne? Komm! Ja, komm, lösch mir doch einen Stiefel. Komm, ausweichen ein bisschen. Jetzt? Achso, ja stimmt, der macht sein Schwulschwerter zusammen. Ich bin gesprungen! Arschkrampe. Arschkrampe. Bam! Bam! Ach, das ja, laber nicht, Schweine labern auch nicht. Du kannst den Paladin mit einem starken Schlag durchdringen. Gut gemacht, alles klar, ich bin schon durchdrungen. Ja, komm, na komm. Na komm. Ja, komm. Nein, dann muss ich wieder warten, bis er seine Schwerter gemacht hat. Was? Ich bin gesprungen zur Seite! Du Klöner, du Pisser! Was du kannst, kann ich schon lange! Hört sich verkohlen, Kollege? Ja, Jungs, ihr braucht nicht jubeln, die will sterben. Ja, was ihr tut. Nein, heute nicht. Ja, komm, geh mir um den Sack. So, was anderes. Junge, geht der mir auf die Nerven, der Typ. Der schwule Goldrüstungsträger, Boy, Boomster. Ja, ja, da lebe. Na. Ja, komm, komm, komm. Stirb doch. Ja. Langsam besser aus mit dir. Fuck, jetzt hab ich zu spät reagiert. Ja, komm. Komm, stirb! Junge, ich sterb heute nicht. Ja, komm, mach das Spiel. Ball! Los, tritt mir entgegen. Ich steh doch schon vor dir, du Held. Ja, komm. Wieder ausweichen wird oder springen. Okay, alles klar. Kommst du? Jo steht für einen bevorstehenden unblockbaren Angriff. Weiter aus. Ja, komm, lutsch mir doch die Stiefel. Ja, was will das denn noch machen, Alter? Bin ich tot bin oder was? Komm, gib mir die auf den Sack, Kollege. Mit deinen Schwulen wegstoßen, ne? Ist mir auf dem Senkel, Kollege! Alter, wie oft ihr das jetzt schon hintereinander gemacht hat? Bam, jetzt komm doch mal, deine scheiß schwule Verteidigung durchbrechen! Es kann doch nicht sein, dass ich dich nicht... Oh, Junge... Ja, komm. Alter, haut ihr wieder ab, oder was? Ja, komm, lutsch mir durch die Füße, du. Bam, 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 bam. Leben klauen. Ich will nicht nochmal sterben. Ich hab keinen Bock, den ganzen Rotz nochmal von euch zu machen. Ihr habt bestimmt auch nicht so mal zugucken wie ich hier und einfach wieder die ganze sterbe. Komm. Junge, was mit dir? Stirb. Ja, komm. Ja, was ist hier? Bam. Jetzt komm doch, meine Fresse. Nö, ich sterbe nicht, ich keine Lust heute. Heute habe ich keine Lust. Scheiße. Komm, ein Treffer noch. Bam, bam, bam. Ah, der ist tot.
Ja, wie siehst du aus ohne deine schwule Kopf, Alter? Hä? Was ist das denn? Ein Kreuz? Christus vivit. Christus regnat. Christus ab omni malo te defendat. Maledictiet excommunicati daimones. In virtute historum factorum Dei nomi. I was like you once. But your God showed me another path. Messias. Emmanuel. Soter. Sabaoth. Agios. Inkiros. Athanatos. Jehovah. Adonai. That's why the power of your God cannot destroy me. Because I am his chosen one. Ubi fulent haec nomina et digna Dei precipitimus vobis at quae legamus vos ut non habeatus. Und tschüss. Ut ist dat ist datum per pesten nec per aliquod quod eam quae maleficium noceri e incantationem nec quae in anima nec in corpore. Was ist das denn? In ages long past, there was once a warrior who was both noble and brave beyond all measure. His deeds of heroism and skill in combat were legend. His name was whispered within the hallowed halls of men for countless generations. Yet now his name is lost. Lost in the mists of time forever. It is said that destiny delights in the misfortunes of men, and so it proved true for Gabriel Belmont. For even after defeating the Lords of Shadow and ending their reign of terror, his soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold, whomsoever defeats the Lords of Shadow will sit upon their throne to rule as the Prince of Darkness. But before fate had played its hand, and unknown to Gabriel, his beloved wife Marie conceived a son by him. The Brotherhood of Light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart, she concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood in secret, so that one day he would be ready to stand against his own blood, as foretold. That day would come, some 25 years later. For what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. The Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns and villages across the land, but to little avail. Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family shame forever. But Trevor failed and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was no match for Dracula's terrible power. Yet, as he lay dying, Trevor finally revealed his true identity.
Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. But it was too late, or so he thought. Dracula buried his son within the walls of his great castle, and then swore bloody vengeance upon the world. Raising an army of creatures beholden only to him, he struck with fury and merciless cruelty at humanity. He vowed to hunt God's children for all eternity. But fate still had one last card to play. Dracula's blood had power, and that power now coursed through the veins of his dead son, slowly reviving him over many years, until one night, he emerged once more into the world, not as a man, but as a creature like his father. What had once been Trevor Belmont was now gone forever. He was now a vampire like his father, though he swore that he would not be like him. He would take the name Alucard. He would be a force for good, opposing his father's capacity for evil. In that very moment, Alucard swore to destroy Dracula. But fate had something else in mind. Meanwhile, Trevor's own son grew into a fearsome warrior with a reputation that far exceeded even that of his illustrious father. Simon Belmont knew little of his own lineage, nor his importance in the events to come. All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant, and his father had been killed in single combat with Dracula. Found and raised by the people of White Mountains, Simon had but one purpose in life: to destroy Dracula for the murder of his parents. After years of training in the arts of war, Simon set off for Dracula's castle and a date with destiny. Once in the castle, Simon met Alucard, and knowing little of the true identity of his companion, joined forces with him. Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip. And yet, Alucard sensed that all was not as it should be. Dracula would return. An unusual hiding place for the Prince of Darkness.
don't you think? Zobek, where have you been all this time? And what have you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Isint Dracul. What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. Help me stop him, or you and I will become his favorite pets for all eternity. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu Shadow. Ach, Lords of Shadows 2. Eine sehr spannende Geschichte, wie ihr gesehen habt. Dann fangen wir mal an, ne? Das Spiel richtig zu spielen. So wie es aussieht, sind wir relativ weit in die Zukunft gereist. Ja, relativ weit. Help me, and I can free you of your immortality. Ist das jetzt? Die leuchtet so komisch grünlich. Interessant. Lauf doch nicht so schnell, warte mal. Gotta help you, sir. Tut mir leid, ich würde dir gerne was geben, aber ich habe selber kein Kleingeld. Ich habe nicht mal Taschen. Ich war viele Jahrhunderte am Schlafen. Auf Mercy. Kann ich nichts geben, tut mir leid. Hier, Johnson Gear. Nee, danke. Oh. Auf Strich ist man ja auch schon. Was will die Kleine da? Laufen wir denn mal hinterher. In eine dunkle Gasse. Schön ist das ja nicht. Mitternachtssnack oder wie? Schönen guten Tag. Ich bin Dracula. Was ist mit denen kaputt? Junge, ich kann nur so kämpfen. Wie lame ist das denn bitte? Ich kann nichts machen.
soll ich dann bitte da? Ein alter Mann! Kannst du den alten Mann nicht so fertig machen? Junge, mach nicht fertig! Ich glaube, das ist beabsichtigt. Okay. Wer ist das? Und gute Nacht. Was will man von mir? Ich lebe noch, aber nicht mehr lange. Sorry, tut mir echt leid, Leute. Entschuldigung. Fertig aus, die Frau. Bisschen Make-up könntest du auch mal wieder vertragen. Das sieht aber schon viel besser aus. Oh, noch auch das kleine Kind. Oh mein Gott. It pleases me to see you recovered, old friend. Indeed, old friend. No! Relax. Our guest is just a little confused. I know what he wants. You see before you the legendary vampire killer. Your old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. But first, you must help me. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that they, that all of us, feared your wrath and great power.
But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The Acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zobek? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. We must find and destroy the Acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. The Acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Did you know that this city is built upon the foundations of your castle? The Acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his return. He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him. Let's get on with it. The Acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces, which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the Acolytes is operating from there. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the Acolyte, but be careful. What are you waiting for?
So, Leute, das war eine sehr spannende erste Folge. Naja, nicht so actionreich, aber sehr lehrreich. Und es wurde viel erklärt. Also besser kann die Alter nicht sein. Ne? Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen bei der ersten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Peter zockt eine Runde. Tschüss.